Frau Maria, ich habe schlechte Nachrichten. Der Boutique geht es nicht gut, die Zeiten, Sie wissen bestimmt, Sie wissen, die Zeiten sind. Ich komme gleich zum Punkt, sagt Herr Willert und greift unter seine Brille, reibt seine Augen, die danach ein wenig blauer sein werden als zuvor. Herr Willert reibt seine Augen, er sagt, Maria, wir werden uns von Ihnen trennen. Es tut mir leid, wir können Sie nicht mehr halten. Maria ist die Protagonistin meines Buches. Sie ist gelernte Textilfachverkäuferin und sie ist Ende 40, als sie ihren Arbeitsplatz verliert. Das Buch setzt ein zum Zeitpunkt, wo sie seit mehr als 2 Jahren arbeitssuchend ist. Und ja, ihr Leben wird dann in kürzeren und längeren Kapiteln rückwärts erzählt. Maria ist sie ist Kaulquappenliebhaberin. Sie bekommt das Herz eines Fisches geschenkt und ja, sie mag Elvis. Das sind ja so die klassischen ersten Fragen, wenn man sich kennenlernt. Wie heißt du? Woher kommst du? Was arbeitest du? Was machst du? Und diese dritte Frage bricht Maria weg, nachdem sie ihren Arbeitsplatz verliert. Insofern geht es in dem Buch nicht nur um Arbeitslosigkeit, sondern auch sehr stark um Identität. Und Maria versucht im Laufe ihrer Arbeitslosigkeit immer mehr wieder ein Stück dieser Identität zurückzugewinnen. Sie versucht es dann mit Ratgebern und ja, glaubt am Schluss daran, dass ihr das Universum bei dieser Suche helfen wird.